Ah, Leute, es geht mal mit einem alten Projekt weiter. Zudem erkläre ich noch, was ich gemacht habe bei meinem Kanal. Ich habe da was gelöscht. Dazu noch Näheres in diesem Spiel. Oder gleich. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Sora. Bitte Start drücken. Also, ich habe jetzt dank eines Abonnenten, den ich abonniert habe, herausgefunden, wie ich den Ingame-Sound so hinbekomme, dass er super klingt. Und das ist das Ergebnis. Der Ingame-Sound ist jetzt nicht durch Mikrofon aufgenommen, sondern durch das System. Das kann man bei Camtasia, wenn man es aufnimmt, bei Tools, also nein, bei Audio, Optionen so gucken. Da steht dann bei System aufnehmen, das könnt ihr dann machen und dann klingt der Sound viel besser. Und ja, dazu mal zu einer Begründung, warum das Sound so klasse klingt. Danach Kingdom Hearts, Chain of Memories habe ich gelöscht, weil damit war ich nicht zufrieden. Es gab da ein paar Videos, die asynchron waren, das mochte ich jetzt nicht und deswegen wollte ich es löschen. Kingdom Hearts 358 2 Days. Da habe ich mich schwer getan, das zu löschen, weil ich habe es da eigentlich sehr gut hinbekommen, aber meine Stimme war da einfach kacke. Man hat so verstanden und welcher normale Mensch will sowas denn hören? Das hat mir selbst in den Ohren weh getan, als ich es gemacht habe. Das gleiche ist bei Avalon Code, aber dieses Projekt werde ich 100 Pro nicht mehr nochmal machen, weil ich da 100% hinbekommen habe. Okay, nicht 100%, aber wenigstens 90% würde ich mal sagen. Das werde ich nicht nochmal machen. Und das ist auch nicht so schlimm, weil ab Teil 50 oder so ist der Sound sowieso besser. Also meine Stimme ist besser. Also das werde ich sowieso nicht löschen. Und Recorded habe ich gelöscht, weil es auf Englisch war und ich kann es auf Deutsch spielen, aber es gibt ein paar Sachen, die da anders sind, aber dazu kommt es noch, wenn ich das aufnehme. Aber erstmal, ich habe ja das Spiel schon einmal durchgezockt, die Abonnenten, die das schon längst wissen, und ich beginne einfach mit einem neuen Spiel. Und meine Stimme klingt ein bisschen lauter, aber es liegt daran, dass ich was hier eingestellt habe. Also mal zu diesem Spiel, gerade, das ist jetzt kein Welt bewegendes Ereignis jetzt, diese drei Leute hier zu beobachten. Der Junge in Rot ist Sora, die beiden anderen sind Goofy und Donald. Dieses Spiel spielt nach Kingdom Hearts. Ja, nach Kingdom Hearts, nachdem man Anzim besiegt hat, spielt man hier. Und man versucht jemanden zu finden. Sora, seinen besten Freund Riku und die beiden, deren König Mickey. Um genaueres zu wissen, also wenn ihr genauer wissen wollt, was die Story war, könnt ihr mich anschreiben. Mike, du brauchst es sowieso nicht, du kennst dich sowieso damit aus, haha. Und die anderen, aber die wissen wollen, wie das jetzt ist, fragt mich einfach, ich werde es dann während des Spiels erklären. Aber jetzt erstmal, vor dir liegt etwas, das du brauchst. Mann in schwarzer Kutte. Doch um es zu erlangen, musst du etwas Wichtiges verlieren. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das ist, fragt mich einfach, ich werde es versuchen zu erklären. So. Nach dem Spiel habe ich echt Bock auf 358 2 Days, das nochmal durchzuzocken, aber mit perfekter Stimme und perfekten Ingame-Sound. Das werde ich jetzt ab sofort auch mit den anderen Projekten machen. Es sind jetzt insgesamt 8 Projekte, die ich jetzt fertig machen muss. Die Kingdom Hearts Teile, dann auch die anderen Projekte. Dann werde ich mit anderen Projekten weiter starten. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Okay, einfach mal reingetro. Vor die Riesentür. Und hier hört bestimmt die Schritte viel besser. Es liegt daran, dass ich das vom System her aufnehme. Scheint niemand da zu sein. Dürfen die hier wirklich einfach so reinplatzen? Anscheinend schon, wenn ihr schon getan habt. Wir müssen, wenn wir den König finden wollen. Den König? König Mickey ist hier? Vielleicht, ich habe da so ein Gefühl. Wirklich? Aber jetzt, wo du sagst, habe ich das auch. Das Gefühl, also. Wirklich, mir geht's genauso. Mitläufer! Ein Blick auf dieses Schloss und ich wusste es. Sie sind hier. Boah, mir ist irgendwie kalt. Sieh mal einer an. Meisterhühner denken wohl alle gleich. Oder Vollidioten. Ich fasse es nicht. Das kann doch kein Zufall sein. Warum, Jimmy? Meinst du das? Du. Ich hab's auch gefühlt.
Oha, vielleicht ist das ja ansteckend, Goofy herauf. Oder vielleicht ist hier etwas faul. Ich finde, wir sollten uns mal umsehen. Okay, machen wir das. Hey, wo willst du hin? Na, mich umsehen gehen. Was denn los? Hast du Bammel? Jetzt werd hier nicht albern. Komm, Goofy. Alles klar, aber wir sollten die Tür hinter uns schließen. Da sieht man, wer hier gut erzogen wurde. Goofy. Was? Sora! Meine schwarze Kutte. Teleportation. Hat wohl von Sogoku gelernt hier. Wer ist das? Das muss ein Herzloser sein. Mal sehen, welche Wirkung meine Zauberei auf ihn hat. Blitz! Fail. Donald, einfach mal fail. Hä? Seltsam. Blitz! Blitz! Feuer? Eis? Nix klappen hier wohl. Das verstehe ich nicht. Wieso klappen meine Zauber nicht? Das ist doch wohl offensichtlich. Als du das Schloss betratest, hast du jeden Zauberspruch und jede Fähigkeit verlernt. Aber das Vergessen beschränkt sich nicht nur darauf. Hier bedeutet Finden verlieren und Verlieren finden. So lautet die Devise hier im Schloss des Infants oder Castle of Oblivion. Für die englischen Zuschauer bei mir, Schloss des Infants. Ja, hier triffst du Menschen, die du kennst. Menschen, die du vermisst. Also ich vermisse aber niemanden. Oh, Riku? Du meinst Riku? Er ist hier? Möchtest du ihn finden? Wenn ja, dann... Bams! Durch den kleinen Jungen durch. Er verarscht dich aber richtig, aber die machen nichts. Was hast du getan? Ich habe deine Erinnerungen geprüft und daraus das hier gemacht. Das hier ist der Schlüssel für ein Wiedersehen mit deinen Lieben. Yu-Gi-Oh! Was ist das? Eine Spielkarte? Yu-Gi-Oh! Sage ich ja. Oder Duel Masters. Ein Versprechen. Zieh mit dieser Karte weiter und finde deinen Freund. Halte die Karte vor dich. Die Tür wird sich öffnen. Und hinter ihr wartet eine neue Welt. Yep. Und draufklicken. Jetzt sind wir... Ach nein, das dort noch. Ungefähr so? Ja, geh so. Um zu verlieren und erneut zu finden. Oder um zu finden, neu. Nur um erneut zu verlieren. Kompliziert, aber wenn man es einmal verstanden hat, versteht man das auch. Ist ja klar. Kommt Leute, gehen wir. Das helle Licht. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Hier sind wir falsch. Wir sind in der Stadt Travis. Oder Traverse, oder wie die meisten das sagen würden. Dies ist nicht die Realität. Diese Stadt ist eine Illusion, die in deinen Erinnerungen in dieser Karte entstammt. Meinen Erinnerungen? Vergiss das jetzt, Sora. Uns gehen die beiden anderen ab. Oh, ich habe, glaube ich, das einen falschen Satz ausgesprochen. Ich glaube, ich muss mir gleich was anziehen. Nein, Leute, ich bin nicht nackig. Ich bin nur oberkörperfrei hier. Donald, Goofy, hey, wo seid ihr? Was hast du mit ihnen gemacht, du Arschloch? Sie sind der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Kleines Tutorium. Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Wenn dir deine Freunde am Herzen liegen, dann wirst du sie stets aufheben. Oder die kommen zu mir. Besser. Aufgehobene Karten werden ganz vorne in dein Kartenset einsortiert. Spielst du sie aus, kommen dir deine Freunde zu Hilfe. Geil. Donald! Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob ein Gegner dir den Weg versperrt oder eine Tür, Karten sind das einzige Mittel, sie zu überwinden. Der hatte Yu-Gi-Oh! Also hatte Yami hier gute Chancen, aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. So und... Einfach mal Fußtritt gegen seine Fresse. Denke zuerst selber nach und bewege dich und spiele dann die Karten aus. Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Verbrauchst du all deine Karten, bist du handlungsunfähig.
aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind. Und ich zeige dir wie. So und so und so. So, mir ist irgendwie kalt. Ich muss da auch hier richtig lange was machen, um klar zu bekommen, wie das ist. Als ich es versucht habe, aufzunehmen mit dem System, klang meine Stimme irgendwie sehr leise und man hat nur die Ingame-Sound extrem gehört. Meine Stimme hat man auch gehört, aber nicht mehr so laut. Deswegen habe ich da beim Lautstärke-Mixer, also bei Lautstärke da, so gemacht, dass ich den Lautstärke auf 20 gemacht habe und Visual Boy Advance auf 3 oder so. Also von Lautstärke her. Das kann man so einstellen, ja. Und dann geht das perfekt aufzunehmen. Dann hört man Ingame-Sound und das andere besser. Siehst du? Du hast keine Karten mehr und somit auch keine Kraft. Willst du deine Karten zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir das. Wünsche dir, dass die Karten zu dir zurückkehren. Und sie werden es. So sind meine Karten zurück. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückholen. Du musst dir es nur wünschen. Aber mit jedem Mal werden die Karten länger brauchen, um zu dir zurückzukehren. Doch die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf von voraus und entscheide dich für die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte in deinem Set ausspielen. So, 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 so. Die vier Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Fighterskarten. Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden, drücke Select. Hab ich. Die Karten werden dir die Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Aber die Wahl, wann du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt bei dir. Vergiss das nicht. Werde ich nicht, keine Sorge. Alles in Ordnung mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sagst du es uns? Als du die Tür geöffnet hast, war dieses seltsame Licht. Und danach weiß ich nichts mehr. Versuch dich zu erinnern, meine Reisechronik muss immer aktuell sein. Hey, Moment mal, Donald. Woher hast du die neuen Klamotten? Du auch, Goofy? Irgendjemand erlaubt sich einen Spaß mit Rumgekleidern. Die Karten schon wieder? Die Karten schon wieder? Die Frage musst du dir selbst beantworten. Beherrsche die Karten, bahne dir deinen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Heißt das, wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair! Ja, ohne unsere Hilfe ist Sora doch völlig aufgeschmissen. Spring nicht rum, Ente. Vielen Dank, Donald! Kommst du wirklich allein klar? Klar doch. Natürlich! Ich bin 14 Jahre alt. Ich soll also allein weitergehen? Na gut, ich kann auf mich selbst aufpassen. Pubertät. Tapfere Worte eines Helden. Dann geh. Das restliche Schloss des Empfangs erwartet dich. Wandle auf die Straßen der ruhenden Erinnerung, dann triffst du jemanden, der dir nahe steht. Und Teleportation von Sokoku wieder aufgeguckt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Jimmy, ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? Ist aber nicht schwer, das ist echt easy. Ich muss doch nur eine von dieser Tür da drüben verwenden. Ja, okay. Ich habe keinen Bock, das durchzulesen. Also das vorzulesen, ja. Wieso kann man es nicht kaputt machen? Man kann es eigentlich angreifen, aber... Nee, jetzt geht's nicht. Um in den nächsten Raum zu gelangen, brauchst du eine Raumkarte. Raumkarten werden dazu verwendet, neue, unerforschte Räume zu regenerieren. Wähle zu einer Raumkarte. Die Vorgabe hier gibt dir an, dass die Tür bei einem Wert von 1 oder höher aufgeht. Du musst also eine Karte auswählen, die diese Vorgabe erfüllt. Karten haben einen Wert zwischen 0 bis und 9. 0 Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten, die alle Vorgaben erfüllen. Die Karte ohne einen Wert ist eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarten können nur bei ganz bestimmten Türen verwendet werden. Das ist die Pause-Karte, da kann man speichern. Und wir sind bei Travestown. Oder Travestown. So sind wir da. Ist das Speicherung? Stell dir vor. Und ja. Speichern. Wir sind von Speicherpunkten. Ja, schnell speichern gibt es auch. Ja, fast zerschlagen.
Und wir kriegen Königsanhänger 1. Lebendige Objekte, ja. So, erster Angriff mal. Die sind jetzt betäubt, wir können die jetzt angreifen, gut. Und mit und man kann Kartenstiche machen. Kartenstiche sind, wenn jetzt der Gegner eine Karte Level 2 einsetzt und ich eine Karte Level 3, ist meine Karte stärker vom Wert her und schlagt seine Karte. So. Mit 0 Karten kann man alles schlagen. Es gibt auch sogenannte Kombos, die man mit 3 Karten hintereinander machen kann. Egal was für ein Wert das hat, gegen eine 0 Karte, wenn ich jetzt einfach eine 0 Karte einsetze, hat seine Dreier-Kombo so gesagt, gar keine Chance gegen mich. Harmlose Karte. Okay, jetzt kommen Gegner. Neue Gegner, okay. Und wie, ich werde Kämpfe rausschneiden, wenn ihr die Gegner schon kennt. Es hat keinen Sinn, die ganzen Gegner normal zu zeigen. Warte. Habt ihr gesehen, der Wert 0 hat seine Karte gestochen. Drängende Dunkelheit, okay. Ach ja, was ich fragen wollte. Okay, neue Gegnersorte. Hier, jetzt kommt Goofy. Achso, ich hab die zu früh verwendet. Okay, was ich fragen wollte, wollt ihr vielleicht das Kombination erstmal? Rutschattacke. 3 Angriffskarten gleicher Types, einen Wert von 10 bis 15 muss die Karte haben. Die 3 Karten zusammen haben. Oh, leichte Kämpfe. Neue Gegner. Okay, dann haben wir eigentlich jetzt alle in diesem, jetzt haben wir eigentlich bisher alle Gegner dann gesehen. Was willst du eigentlich, du? So, verdammt, ich hab ihn geheilt. So, so und so. Neue Stufe auch noch, gut. Schwache Dunkelheit. LP steigern. Stufe 3. Der Kampf hat etwas länger gedauert, aber der ging mal. Also was ich fragen wollte war, wollt ihr, dass ich in der Reisekonik alles euch zeige oder... Also so gesagt, hier. Hier ist das Set, da kann man immer neue Karten dazu machen. Karten hinzu. Ich habe jetzt gerade das hier, aber das werde ich jetzt nicht eintun, weil... Diese Level 1 Karten sind eigentlich so gesagt sinnlos für mich. Also was ich fragen wollte, wollt ihr das unbedingt sehen? Ja, nein, schreibt mich an, also schreibt mir eine PN oder einen Kommentar, wenn ihr das sehen wollt. Wenn ja, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Oder, ich könnte eigentlich das zeigen. Oh, das kommt später einfach mal. In einem extra Part oder so, da werde ich dann alles vorlesen, was da drin steht. Wirklich dann alles. Ach, darauf freue ich mich schon. Also es gibt jetzt 3 Karten. Drängende Dunkelheit, da gibt es sehr viele Herzlose. Das ist schwache Dunkelheit, da haben die Karten, also haben die Herzlosen schwache Karten und da schlafen die, also sind die Gegner so ein bisschen ballerballer im Kopf, also ein bisschen verwirrt im Kopf. Raum der Begegnung. Da kriegt man immer eine Freundschaftskarte am Anfang des Kampfes. Ich mache aber lieber die drängende. 0 Karten kann man ja überall einsetzen, auch bei den Tieren. Aber es geht im nächsten Part weiter.